Blanas ist ein Pokémon mit den Typen Pflanze und Unlicht, existiert seit der dritten Spielgeneration und entwickelt sich aus seinem Wurzel und kann sich selbst zu Tangolist weiterentwickeln. Zudem ist es das Gegenstück von Lombrero. Blanas ist ein mittelgroßes, zweibeiniges Pokémon, das beigebraun und grün auftritt. Ein großer Bereich um die Augen und die Nase ist beige gefärbt, gleiches gilt für die Beine, die allerdings mit dünnen schwarzen Streifen gemustert sind. Bis auf sein grünes Blatt ist das Pokémon ansonsten von brauner Farbe. Blanas besitzt einen gedrungenen Körperbau und sein Kopf ist oval bis rund geformt. Auf seinem Haupt wächst ein langes, schmales Blatt und das Muster um seine dreieckigen Augen gleicht einer Maske und diese Organe selbst setzen sich aus weißer Lederhaut und schwarz-weißen Pupillen zusammen. Blanas hat eine spitze Nase und am Ende der dünnen Arme befinden sich die breiten Hände. Auch die Beine fallen auf, da sie dick und rund geformt sind. Schließlich steht es auf zwei breiten Füßen, die über je drei Zehen verfügen und in seiner Scheinform sind die üblicherweise braunen Körperbereiche etwas dunkler und die beiden Areale kräftig orange gefärbt. Blanas ist ein schnelles Pokémon und zeichnet sich durch seine Stärke aus. So greift es Gegner hauptsächlich mit physischen Angriffen des Typs Pflanze wie Laubklinge oder Rasierblatt oder des Typs Unlicht wie Finte an und nutzt die Gegebenheiten seiner Umwelt, indem es Naturkraft einsetzt. Außerdem erlernt es einige Statusattacken wie Wachstum, mit welcher es Sonnenlicht absorbiert und dadurch Energie sammelt. Im Anime sieht man es die Spezialattacke Klingensturm einsetzen. Auch seine Fähigkeit Chlorophyll nutzt das Licht der Sonne und erhöht bei sonnigem Wetter die Geschwindigkeit von Blanas auf das Doppelte. Andere Blanas besitzen die Fähigkeit Frühwecker, welche ihnen erlaubt, ihren Schlaf in die Hälfte der Zeit zu verkürzen, so früh aufzuwachen und schneller zu weiteren Attacken bereit zu sein. Wenige Exemplare besitzen die versteckte Fähigkeit Langfinger, welche es den Pokémon ermöglichen, dem Gegner während einer Attacke, die Kontakt herstellt, das getragene Item zu entwenden. Blanas ist ein geschickter Kletterer und lebt in Löchern, die es in große Bäume bohrt, welche sich tief in dichten Wäldern befinden. Es verlässt nur selten den Wald, doch tut es dies, hat es stets die Absicht, Schabernack zu treiben und Menschen zu erschrecken. Auf dem Kopf hat das Pokémon ein Blatt, welches herausreißt und als Grasflöte verwendet wird, deren Klang für Personen, die sich in den Wald verirren, sehr verängstigend wirkt. Blanas selbst kann man verängstigen, indem man seine lange Nase zwickt. Dies ist dem Pokémon äußerst unangenehm und raubt ihm zudem seine Stärke. Dabei ist Blanas der zweite Teil der 3-Stunden-Entwicklungsreihe, wobei es sich aus Samurs entwickelt, bei Level 14 und durch die Gabe eines Blattstands selbst zu Tangolist weiterentwickelt. Die braune Körperfarbe und die zweibeinige Fortbewegung bleiben dem Pokémon in jeder Entwicklungsstufe erhalten. Während Samurzels Gestalt eine Eichel ähnelte, weist die von Blanas durch seine Nase und seine Statur Ähnlichkeiten zu der Puppe Pinocchio auf. Mit der Entwicklung von Samurzel zu Blanas erhält das Pokémon zusätzlich zum Typ Pflanze den Typ Unlicht und ihm wächst eine spitze Nase, welche vermutlich auf den Tengu anspielt. Dieses in japanischen Sagen beschriebene Wesen hat die Fähigkeit zu fliegen, was durch die Arme mit Fächerblättern symbolisiert werden könnte. Tangolist selbst aber besitzt nicht die Fähigkeit zu fliegen. Während Samurzel so klein ist, ein geringes Gewicht und kleine kurze Füße hat, ist Tangolist nahezu dreimal so groß, schwer und trägt sein Gewicht mit kräftigen Beinen. Neben dem Typ Pflanze kommt wie gesagt Typ Unlicht hinzu, was bedeutet, dass Blanas immun gegen Psychoattacken ist, Halmschaden gegen Pflanzen, Wasser, Elektro, Boden, Geist und Unlichtattacken ist oder nimmt, doppelten Schaden gegen Feuer, Eis, Kampf, Gift, Flug und Feuerattacken nimmt und vierfachen Schaden gegen Käferattacken. Der Rest macht normalen Schaden.